Oh, das ist eine sehr ungünstige Position, die er hatte. Jawohl, gewonnen. Oder? Was? Er hatte eine Rettungsplattform? Lol. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Monday. Ja, der PvP-Spielmodus, das PvP-Projekt geht weiter in die nächste Runde. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, für die Leute, die heute zum ersten Mal mit dabei sind, schaut da einfach unten in die Videobeschreibung. Da steht ein kleiner Infotext. Für die Leute, die schon dabei waren, wissen ja, wie das hier abläuft. Und ja, alles weitere in dem Video. So, wir fangen an. Bedwars spielen wir heute. Zunächst 8x1 Ranch. Ja. Ich liebe diese 8x1er-Runden oder diese mal-1er-Runden, weil man halt auf sich alleine gestellt ist. Man muss auf niemanden achten, man muss auf niemanden warten. Deswegen, also ich baue hier erstmal zu am besten. Ne? Ihr wisst auch, ich bin nicht der beste Bedwars-Spieler und auch nicht der beste Skywars-Spieler. Aber wenn das so gewünscht ist, dann, mein Gott, es kann ja auch spaßig sein, ne? Vielleicht vergeht die Zeit dann schneller. Nein, Scherz. Also, auf geht das. Rechts ist grün, links ist orange. Der baut sich schon mal zu einem anderen Team. Was mache ich jetzt? Ich rüste mich erstmal aus, warte mal. Und zwar baue ich mich hier hoch. Ich habe ja gelernt, ne? Ich gucke ja auch mal Manuel, also German Let's Play, Bedwars, der baut sich auch immer hoch. Jetzt kriege ich einen Handyanruf. Oh nein. Da muss ich kurz rangehen, sorry. So, jetzt geht's los. Oder weiter. Jetzt geht's nicht los, sondern weiter. So, also es war nichts Wichtiges. Mein Vater hat nur wieder angerufen. Brauchst du irgendwas? Nein, brauche ich nicht. So, also weiter geht's. Wir waren gerade auf dem Weg zu einem Nachbarn, auf jeden Fall zu einem sehr guten Bekannten. Da gehen wir jetzt mal hin, zu grün. Hier lernt man was fürs Leben. So, wo ist denn jetzt das Bett? Ach, guck mal da. So, zack, Bett abgebaut. Jawohl, was ist denn heute los? Also die Runde scheint gut zu werden. Nur weil ich jetzt mal ein Bett abgebaut habe. Ey, du liebe Zeit. Wenn ich das noch schaffe, wenn ich das hinkriege. Normalerweise schaffe ich das nie. Dass ich ein Bett abbaue, jemanden... Okay, ich habe ja niemanden umgebracht, aber... Ne, man... Ein Bett abbaue, dann wieder zu meinem Bett zurückgehe und das dann weiter... verteidige. Das schaffe ich normalerweise nie, aber diesmal habe ich es wohl geschafft. Sehr gut. So, zack. Ich würde mich ja auch gerne mal in die Mitte bauen. Alter, Alter, der Grüne, der... Okay, geht ganz schön drauf, aber ist jetzt auch down. So, vier Leute leben noch. Gelb, Pink, Orange, Schwarz. Ich bin Gelb. Da ist Orange. Der baut sich immer weiter. Ja, wer ist das denn? Ist das Schwarz? Ist Schwarz, ne? Schwarz ist stark. So, aber weißt du, was ich mache? Mir ist mein Bett jetzt erstmal egal. Ich glaube, mein Bett ist mir jetzt erstmal egal. Ich gehe mal in die Mitte. Das ist halt jetzt das Risiko. Ah, er versucht zu fastbridgen. Tja, das kommt davon, wenn man fastbridgt. Ich meine, Respekt davor jeden, der es kann. Er kann es nicht bei Kompetenz. Ne, das hat nicht so gut funktioniert. Naja, jetzt ist mein Bett zwar immer noch ungeschützt. Weißt du, als hätte das noch kein Kondom gesehen, ey. So, oh, da liegt viel Gold. Und nur für mich. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht zurückbugge. So, und wenn das klappt, dann komme ich auch wieder lebendig zurück. Ist das geil? Ich hole mir jetzt das ganze Gold hier. Oh, 9 Gold, 18 Gold, 27 Gold. Sollte diese Runde gut werden, 36 Gold. Ey, leckt mich fett. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt hole ich mir erstmal richtig gute Ausrüstung, ey. So, also, jetzt holen wir uns zunächst einmal den besten Bogen. Dazu den Pfeil. Dazu holen wir uns noch ein Eisenschwert. Und jetzt hole ich mir noch einen Stärketrank. So, Stärketrank, den Rest behalte ich. Hier mache ich mir mal eine Kiste. Ah, kommt er? Nee, er kommt noch nicht. Dann stelle ich mir hier mal eine Kiste hin. So, zack. Und mach mal hier allen unnötigen Scheiß rein, den ich nicht brauche. Wie zum Beispiel die ganzen Bronze hier. Dafür kann ich mir mal was zu essen holen. Oh, guck mal, da ist er. Da ist er schon. Ah, hat ja super viel genützt, ey. Klasse. Super, super Bett verteidigt, ey. Weißt du, ich habe nur gehört, zack, dass irgendeiner auf den Boden gekommen ist und dann, naja, egal. Okay, dann ist das jetzt halt so, dann haben wir jetzt halt leider kein Bett mehr, aber ist ja nicht schlimm, ist ja gar nicht weiter tragisch, denn jetzt haben wir gar kein Risiko. Wir haben gar nichts mehr zu verlieren, wir können jetzt uns auf den Weg machen, zum Beispiel zu Schwarz oder zu Orange. So, wo ist denn hier sein Bett? Da, ne? So, zack, nächstes Bett abgebaut, sehr nice. Jetzt muss ich nur den Orangen finden, da hinten ist er. Ich gehe sofort drauf, ob ich jetzt sterbe oder nicht, ist mir auch egal, ich gehe jetzt drauf, 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 drauf. So, da ist der Orange. Meinte ich, treffe den? So, just for fun? Nein, leider nicht. Schade. Hätte ja klappen können. Wäre ja zu schön, wenn das geklappt hätte. Es ist zwar noch mehr Gold in der Mitte, aber jetzt wird wahrscheinlich der Schwarze, wenn er schlau ist. Team Orange wurde vernichtet. Okay, alles klar. Jetzt sind nur noch wir, Pink und Schwarz. Der Schwarze, der hat jetzt einen Vorteil, weil er kann in die Mitte gehen, weil ich habe, ja... einen Weg gebaut für ihn eigentlich. Ich habe ihm eigentlich die Vorlage gegeben. So, hier mache ich genau dasselbe wie beim Orangen. Hier baue ich mich mal hoch und baue mich mal schräg hin. Guck
Guck mal, da hinten ist jetzt der Schwarze, der hat sich schön das ganze Gold geschnappt. Scheiße, 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 ey. Ah, guck mal, da ist er ja. Ah, down. Okay, so, jetzt hole ich ihn mir. Und zwar... So. Zack, noch einmal töten hier. So, komm, 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 komm. Bau ab, bau ab, bau ab, bau doch das Bett ab. So, zack. Und down. So. Und weiter geht die wilde Fahrt durch Europa hier, habe ich das Gefühl. So, ich bin aber nur am Wrecken hier heute. Es läuft gut. Also die Runde, die läuft wirklich super. Aber ich muss aufpassen, weil er ist jetzt natürlich auch gut ausgerüstet. Das ist gar keine Frage. Ich hole mir erst nochmal ein paar Blöcke. Was mache ich denn hier? Ich hole mir erst nochmal ein paar Blöcke, bevor ich hier sterbe. Wahrscheinlich staubt er mich jetzt von hinten ab. Ah, oder? Oder? Staubt er mich ab? Nee, staubt mich nicht ab. Aber jetzt gehen wir zu Schwarz rüber. Komm. Jetzt riskieren wir es. Jetzt ist er noch nicht da. Jetzt noch nicht. Ich habe das Gefühl, er kommt gleich wieder. Aber da ist er noch nicht zu sehen. Gut, er scheint nicht da zu sein. Wir sind jetzt bei ihm. Bauen jetzt das Bett ab. Wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Ah, hier. Hier ist das Bett von Schwarz. So, jetzt sind alle Betten weg. Jetzt muss ich nur gucken, wo er ist. Er ist bestimmt bei mir. Könnte ich mir vorstellen. Bin ich blau? Nee, ich bin gelb. Scheine ich diese Runde hier 8x1 zu gewinnen? Ich glaube es ja nicht. Ich wollte das eigentlich nur so zum Einstieg spielen. Dann eigentlich noch ein paar Runden mehr spielen. Aber hat sich ja dann erledigt. Also ich denke mal, er ist bei mir. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er denn? Ich gehe mal hier hoch. So, wahrscheinlich versteckt er sich jetzt hinter irgendeinem Baum. Da bin ich gleich richtig schön down. Mal fragen einfach, ne? Ich meine... Fragen kostet ja nichts. Der ist jetzt bestimmt auch die Runde so wie ich gegangen und ist dann wieder bei sich, ey. Dann heul ich. Ganz ehrlich. Oh, really? Vielleicht verarscht er mich aber auch nur. Vielleicht ist das auch nur ein Trick. Ich glaube aber nicht. Da hinten ist er. Ich guck gerade mal. Ich bin ja gleich wieder bei ihm. Also der Weg ist ja nicht so lang. Ne, ist ja nicht so steinig und nicht so schwer. So, komm, bau hier hin. Zack, zack, zack. Dann wollen wir mal. Auf geht's. Ah doch, er ist bei sich. Er ist bei sich. Er hat nicht gelogen. Er hat die Wahrheit gesagt. Oh, 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 nicht sterben hier. Jetzt hat er natürlich... Ah, fuck, er hat einen Bogen. Er hat natürlich jetzt auch einen Bogen, das ist klar. Ah, er schießt jetzt auch mit dem Bogen, okay. Ah, dann soll er das mal machen. Denn... Oh, das ist eine sehr ungünstige Position, die er hatte. Jawohl, gewonnen. Oder? Was, er hatte eine Rettungsplattform? Lol. Oh, das hat er gut gemacht. Das hat er stark gemacht mit seiner Rettungsplattform, aber wenn ich ihn jetzt zuspamme... Ja, gewonnen, geht doch. GG. Also, wir haben eine Runde gewonnen. Was ist denn heute los hier? Mal gucken, ob wir noch eine zweite Runde spielen. Ich denke mal... Ja, ich denke mal, für eine zweite Runde ist noch Zeit. Also, bis zur zweiten Runde. Bis gleich. So, zweite Runde vom heutigen Tag. Wir spielen 2x4 Farm. Ja, erste Runde habe ich jeden gerackt, habt ihr ja gesehen. Da habe ich einmal eine Runde gemacht und schon hat der HSPP jedem Hallo gesagt und schon waren sie alle down. So. Ja, 2x4 Farm, mal gucken, der baut, oh, der macht das schon richtig, der baut sich hoch, so wie Manuel das auch immer sagt, also Germlets Play, ich bugge hier wieder rum, auf dieser Map, guck mal, ich mach mal ein bisschen was fürs Team, so, ich baue mal den Weg am Anfang, ist ja auch wichtig, ne, so Typen muss es ja auch geben, und mal gucken, wie die Runde hier wird, ne, also ich habe auf jeden Fall schon mal ein Erfolgserlebnis, habe ich schon mal, indem ich die letzte Runde alleine gerackt habe. Alleine vor allem, ne? Da seht ihr wieder, wenn man alleine spielt, ist man halt nicht so gebunden an andere. Muss man nicht irgendwie noch was da lassen oder man muss nicht irgendwie dem noch ein Gold geben und dem noch ein Silber geben. So, dann gucken wir mal. Die bauen sich hier hoch, aber ich würde auch gerne in die Mitte. Jungs, ihr müsst auch irgendwie mal einen Weg zur Mitte freilassen. Guck mal, ich mache hier mal so einen kleinen Abzweig zur Mitte. So, dann können wir ja da ein Schild hinstellen zur Mitte. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack. Da liegt nämlich auch viel Gold. Das spawnt das Gold nämlich ein bisschen schneller als bei uns hinten. Bei uns spawnt natürlich auch Gold, aber halt nicht so viel. Schaut mal, jetzt habe ich gerade mal ein Gold. So, jetzt hole ich mir mal eine Spitzhacke davon. Oh, ein Roter hat schon das Spiel verlassen, also von uns. Sehr nice. Verstehe ich nicht, Jungs. Bleibt doch bis zum Schluss. Ich verstehe das nicht. Oh, oh, sind die von uns? Oh, 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 die sind von uns. Jungs, habt ihr das gesehen? Zwei... ich wollte gerade sagen, Jungs, habt ihr gesehen? Zwei auf einmal. Zack, dann kommt der dritte von hinten. Ah, so eine Scheiße, ey. Naja, okay, dann ist das halt so. Oh, guck mal, das ist ja noch einer. Da ist ja noch einer, der kriegt kein Knockback. So, jetzt aber. So, jetzt passt mal, was ich hier mache. Ich hole mir mal noch mal ein paar Blöcke. Dann hole ich mir einen Stick. Und dann baue ich mal meinen Weg. Huch, nicht fallen lassen, mein Krüppelstock. Ah, von da oben haben die sich hingebaut. Die sind ja auch gewitzt, ey. Ihr gewitzten Leute heutzutage. So, passt mal auf. Ich baue mich jetzt mal hier hin. Dann springe ich da runter und dann baue ich mich wieder hoch. Okay, sollen wir das so machen? Sollen wir das so machen, habe ich dir... Habe ich das hier gefragt.
Ah, guck mal, der ist da oben. Okay, ich hoffe, unsere Mates schaffen das. Jetzt habe ich 4 Gold. Und ja, was jetzt? Was soll ich jetzt machen? Jetzt baue ich mich wieder hoch. Okay. Ah, oder werde ich... Oh, von hinten schon getroffen. Ich werde von hinten attackiert. Ich werde attackiert, attackieren. Oh nein, nein. Schlechte Idee. Ganz schlechte Idee, was ich da gemacht habe. Gut, die Runde wird ein bisschen härter jetzt. Härter BSC wird das jetzt. Weil wir erstens nur noch zu dritt sind. Das kommt dazu. Und dann werden wir wieder zugespammt. Okay, auch nicht schlecht. So, du kannst dich gehackt legen. Oh nein, die bauen unser Bett ab. Die bauen unser Bett ab. Macht irgendwas. Tut irgendwas. Tut irgendwas. So, den habe ich schon mal down gekriegt. Down by the river. So. So eine Scheiße, ey. Jetzt werden wir hier zugespammt. Huch, jetzt hat es gerade geleckt. So, jetzt Achtung. Jawohl, unser Bett ist weg. Gut. Hat man schon irgendwie kommen sehen. Der da oben, der spammt uns jetzt nur noch zu. Auch nice. Ja, gut, die Runde werden wir verlieren. Das schaffen wir nicht mehr. Naja, okay. Schade. Ja gut, dann soll es das gewesen sein. Das war noch eine ganz kurze und nicht erfolgreiche Runde. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Würde mich freuen, wenn ihr da aktiv mit dabei bleibt. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Minecraft Monday wieder. Stimmt noch für euren Spielmodus ab. Oben rechts in der Ecke. Nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.